Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesinnenminister de Maizière sieht in der BND-Affäre keine Versäumnisse auf seiner Seite. Er war von 2005 bis 2009 als Kanzleramtsminister unter anderem für die Kontrolle der Geheimdienste zuständig und musste deshalb heute vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages aussagen. De Maizière teilte mit, er habe keine Hinweise auf Wirtschaftsspionage durch den US-Geheimdienst NSA erhalten. Dem Bundesnachrichtendienst wird vorgeworfen, der NSA geholfen zu haben, europäische Firmen und Politiker auszuspähen. Zwei Stunden hatte Thomas de Maizière vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium alle Vorwürfe zurückgewiesen. 2008 als Chef des Kanzleramtes habe er genau nicht zugelassen, dass der US-Geheimdienst NSA deutsches Recht gebrochen habe. Im Gegenteil. 2008 ging es vielmehr um den Wunsch der amerikanischen Seite nach Ausweitung der Kooperation, einer problematischen Kooperation. Der BND riet von dieser Kooperation ab. Wir haben dann den Wunsch der amerikanischen Seite nach dieser Kooperation einvernehmlich abgeschlagen. Problematisch war die Zusammenarbeit in der Abhörstation Bad Aibling schon damals, weil die Amerikaner versuchten, Suchbegriffe zu verwenden, die sich auch auf deutsche oder europäische Bürger oder Firmen bezogen. Doch über diese Details sei de Maizière damals nicht informiert worden, betonten heute die Unionsmitglieder im Kontrollgremium. In allen Vermerken, die wir vorliegen hatten, ist auch in keinem einzigen Vermerk irgendeine Firma genannt, sodass auch da für den Minister keinerlei Handlungsbedarf erkennbar war. Linke und Grüne sehen das anders. De Maizière hätte damals viel energischer nachfragen müssen. Diese Erkundigungen sind nicht erfolgt. Es sind auch keine Maßnahmen ergriffen worden. Es gibt in den Unterlagen eben auch keine Vermerke, aus denen ersichtlich ist, dass das Kanzleramt deutlich versucht hat, diese Maßnahmen der Amerikaner zu unterbinden. Bei aller Kritik im Detail, de Maizière waren heute keine gravierenden Verfehlungen nachzuweisen. Doch der Parteienstreit geht weiter. Die Opposition und die SPD verlangen die Herausgabe der Listen mit den Suchbegriffen. Die Kanzlerin lehnt das bislang ab. Da müsse man zuerst die Amerikaner um Erlaubnis bitten. Im Tarifkonflikt bei der Bahn gibt es keine Bewegung. Konzernchef Grube brachte den ehemaligen SPD-Chef Platzek als Vermittler ins Gespräch. Ein neues Tarifangebot legte die Bahn aber nicht vor. Die Gewerkschaft der Lokführer fordert inhaltliche Zugeständnisse und setzt ihren Streik fort. Er soll noch bis Sonntag früh dauern. Im Fernverkehr fallen etwa 2/3 der Züge aus. Die Erwartungen waren groß. Die Bahn hat einen Vorschlag zur Befriedung des Tarifkonflikts angekündigt. Doch ein neues Angebot legt Bahnchef Grube nicht auf den Tisch. Stattdessen bringt er einen Vermittler ins Spiel. Der SPD-Politiker Matthias Platzek soll als unabhängige Persönlichkeit die festgefahrene Tarifrunde begleiten. Die Reaktion von der GDL-Kundgebung in Köln ließ nicht lange auf sich warten. Lokführerchef Wieselski spricht von einem PR-Gag. Er habe diesen Vorschlag noch nicht einmal persönlich erhalten. Ich bitte Sie einfach um Verständnis dafür, dass ich nicht etwas bewerte, was ich nicht kenne und was der Bahnvorstand in seiner unfähigen Art und Weise niemals an die Gewerkschaft Deutscher Lokführer gebracht hat. Kein neues Tarifangebot. Die Bahn bleibt dabei. 4,7% mehr Lohn plus Einmalzahlung. Das sei die Grundlage für Verhandlungen. Unverständnis im GDL-Streiklokal. Hier geht es Ihnen vor allem um eins. Ein eigener Tarifvertrag für alle GDL-Mitglieder, egal ob Lokführer oder Zugbegleiter. Ein Tarifvertrag, der besser sein soll als der von der Konkurrenzgewerkschaft EVG. Genau das will die Bahn verhindern. Keine unterschiedlichen Tarifverträge für dieselbe Berufsgruppe. Der Inhalt muss vergleichbar sein. Denn was wir uns nicht leisten können und was wir uns auch nicht leisten wollen, ist eine Spaltung unserer Mitarbeiter. Das kommt für uns nicht in Frage. Ein vorzeitiges Ende des Streiks ist damit nicht in Sicht. Die GDL will bis Sonntagmorgen die Arbeit niederlegen. Den finanziellen Schaden beziffert die Bahn auf rund 10 Millionen Euro pro Tag. Viele Eltern müssen sich darauf einstellen, ihre Kinder von Freitag an vorerst nicht mehr in die Kita bringen zu können. Die Gewerkschaft Verdi hat einen unbefristeten Streik der Beschäftigten in den kommunalen Einrichtungen angekündigt. Gut 93% der Mitglieder hätten für den Arbeitskampf gestimmt, sagte Verdi-Chef Bzirske.
Nach den gescheiterten Tarifverhandlungen steigt nun der Druck auf die Arbeitgeber. Die Gewerkschaften fordern eine Aufwertung der sozialen Berufe, auch durch bessere Bezahlung. Soziale, kommunikative, naturwissenschaftliche Bildung soll die Kindertagesstätte leisten. Daneben auch Kreativitäts- und Sprachförderung. Nicht nur die Erwartungen an die Kitas sind gewachsen, auch die Anforderungen an die 240.000 Beschäftigten in den kommunalen Einrichtungen. Deshalb, so Verdi-Chef Frank Bzirske, muss es eine Aufwertung der sozialen Berufe geben. Und es kann nicht angehen, dass für den gekonnten Umgang mit Maschinen in der Industrie deutlich mehr verdient wird als für den gekonnten Umgang mit unseren Kindern. Deshalb fordert Verdi für die Beschäftigten eine höhere Eingruppierung, die zu Einkommensverbesserungen von durchschnittlich 10% führen würden. Die kommunalen Arbeitgeber fordern Verdi auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Mehr Geld für alle sei aber nicht möglich. Das Problem an der Forderung der Gewerkschaft besteht darin, dass sie pauschale Erhöhungen über alle Berufe gleichermaßen vornehmen wollen. Wir sagen, wir gucken uns die Tätigkeiten im Einzelnen an. Betroffen vom unbefristeten Streik sind nicht nur Kitas. Bei Werkstätten für Behinderte und in den Diensten der Jugend- und Familienhilfe. Das hat es in dieser Form bislang noch nicht gegeben. Rückendeckung für den Streik gibt es von der Bundeselternvertretung der Kindertagesstätten und gleichzeitig Tipps auf der Homepage für betroffene Eltern. Eltern müssen sich ab Freitag wohl für längere Zeit auf einen Betreuungsnotstand einstellen. Spezialeinheiten der Polizei sind bundesweit gegen eine rechtsextreme Gruppe vorgegangen. 4 Mitglieder der Organisation Old School Society wurden festgenommen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, Anschläge auf Asylbewerberunterkünfte, Moscheen und Islamisten geplant zu haben. Bei Durchsuchungen seien unter anderem Sprengmittel gefunden worden. Bundesinnenminister de Maizière sprach von einem bedeutenden Ermittlungserfolg. Möglicherweise sei die Bildung einer rechtsterroristischen Organisation nach dem Vorbild des NSU verhindert worden. Karlsruhe heute Nachmittag. Der erste Beschuldigte wird am Bundesgerichtshof dem Haftrichter vorgeführt. Der mutmaßliche Anführer der Gruppe war heute früh in diesem Haus in Augsburg verhaftet worden. Neben ihm 3 weitere Personen über mehrere Bundesländer verteilt. Old School Society heißt die mutmaßliche rechtsterroristische Vereinigung, die im Internet offen ihre rechtsextreme Gesinnung zur Schau stellt, in Videos zu Gewalt aufruft. Neben den Verhafteten werde gegen 5 weitere Beschuldigte ermittelt, so der Generalbundesanwalt. Nach den bisherigen Ermittlungen war es das Ziel der Vereinigung, innerhalb Deutschlands in kleineren Gruppierungen Anschläge auf namhafte Salafisten, Moscheen und Asylbewerberunterkünfte zu begehen. Bei den Durchsuchungen wurden laut Bundesanwaltschaft Sprengmittel mit großer Sprengkraft gefunden. Das wäre eine erste Vereinigung nach der NSU, die dort aufscheint. Die Ermittlungen waren sehr erfolgreich. Das ja oft kritisierte Verbundsystem der Verfassungsschutzbehörden zwischen Bund und Ländern hat hier sehr gut funktioniert. Die Vorführungen der Beschuldigten am Bundesgerichtshof in Karlsruhe werden morgen fortgesetzt. Dass der nationalsozialistische Untergrund über Jahre hinweg nicht entdeckt wurde, steckt den Ermittlern noch massiv in den Knochen. Seitdem versuchen sie, den Terror von rechts wieder stärker im Blick zu haben. Zum konkreten Fall hieß es aus Ermittlerkreisen, am kommenden Wochenende habe sich die Gruppe wieder treffen wollen. Aus Sorge vor konkreten Anschlägen sei heute der Zugriff erfolgt. Gut 6 Wochen nach dem Germanwings-Absturz sind weitere Details bekannt geworden. Wie die französische Flugsicherheitsbehörde mitteilte, hatte der Co-Pilot schon auf dem Hinflug nach Barcelona mehrmals kurzzeitig eine zu niedrige Flughöhe eingestellt. Nach den Aufzeichnungen des Flugschreibers war der Co-Pilot in diesen Momenten alleine im Cockpit. Die Manipulation sei aber nicht aufgefallen, weil die Maschine ohnehin im Sinkflug gewesen sei. Jetzt fügt sich ein Indiz zum anderen. Und langsam entsteht ein Gesamtbild, unter welchen Umständen der Germanwings-Flug in den französischen Alpen zum Absturz gebracht worden sein könnte. Bereits auf dem Hinflug von Düsseldorf nach Barcelona hatte der Co-Pilot mehrfach für wenige Sekunden unterschiedliche Flughöhen am Autopilot eingestellt. So könnte er die Abläufe eingeübt haben, mit denen er später den Absturz eingeleitet hatte. Der Flugkapitän, der das Cockpit verlassen hatte, konnte das nicht bemerken, denn das Flugzeug befand sich bereits im Sinkflug und die Höhenangaben wurden nur kurz verändert. Die Flugbahn blieb gleich. So erhärtet sich weiter der Verdacht, dass der Co-Pilot der Germanwings-Maschine von Anfang an den Plan hatte, sich und die anderen 149 Menschen an Bord zu töten.
Das hatte bereits die erste Auswertung des Stimmrekorders ergeben. Auch der Datenrekorder belegte, dass er sowohl die Höhe als auch die Geschwindigkeit des Flugzeugs nachgesteuert hatte. Bisher gibt es keinerlei Hinweise auf technische Defekte. Mehr zum Absturz der Germanwings-Maschine gibt es auf tagesschau.de. In einer Chronik geben wir Ihnen einen Überblick über die Ereignisse und bisherigen Erkenntnisse. Im Göttinger Organspendeskandal ist das Urteil gesprochen. 3 Jahre nachdem die Manipulationsvorwürfe laut geworden waren, sprach das Landgericht der Stadt heute den Chirurgen frei. Der Arzt soll Krankenakten so verändert haben, dass seine Patienten schneller eine Organspende bekamen. Der Richter erklärte, die Manipulationen seien damals noch nicht strafbar gewesen. Die Staatsanwaltschaft will das Urteil anfechten. 1,5 Jahre lang stand er vor Gericht. Es ging um viel für den ehemaligen Chefarzt. 8 Jahre Haft und lebenslanges Berufsverbot hatte die Staatsanwältin gefordert. Heute Morgen um 9 war dann klar, keine Verurteilung. Wir sind erstmal erleichtert über diesen Freispruch. Wir müssen die einzelnen Gründe uns noch anhören. Wir teilen schon per se natürlich nicht die Argumentation der Kammer in allen Punkten. Denn trotz des Freispruchs fand das Gericht deutliche Worte. Es sei erwiesen, dass der Chirurg in mehreren Fällen Daten manipuliert habe, um seine Patienten mit Spenderlebern zu versorgen. Dies sei moralisch fragwürdig, betonte der Richter heute mehrmals. Allerdings zum damaligen Zeitpunkt nicht strafrechtlich relevant. Die Ankläger hatten darin hingegen versuchten Totschlag gesehen, denn durch die Manipulationen seien andere Patienten auf der Warteliste zu Schaden gekommen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist davon auszugehen, dass es zum Tod von Patienten gekommen ist, eben aufgrund der Tatsache, dass Organe so knapp sind. Das mögen nicht die ersten 10 auf dieser Liste der Eurotransplant gewesen sein, aber es mögen weitere zu hinten liegenden Plätzen gewesen sein. Nach dem Skandal an der Uniklinik Göttingen und in anderen Krankenhäusern wurde das Transplantationsgesetz verschärft. Für Manipulationen an Wartelisten für Organe drohen nun bis zu 2 Jahre Haft. Die EU-Kommission will auch in der Internetwirtschaft den europäischen Binnenmarkt stärken. Dazu legten die Kommissare Oettinger und Ansip ein Strategiepapier vor. Geplant ist unter anderem, Hemmnisse für den Onlinehandel zwischen EU-Staaten zu beseitigen und das Urheberrecht zu vereinheitlichen. Außerdem soll geprüft werden, ob die Marktmacht von US-Konzernen wie Facebook und Google den Wettbewerb einschränkt. Filme über das Internet zu schauen wird immer beliebter. Doch nicht immer ist es möglich, schon bezahlte Filme auch im Urlaub im Ausland zu sehen. Dieses sogenannte Geoblocking will die EU überprüfen. Auch das Online-Shopping über Ländergrenzen hinweg will die EU-Kommission ankurbeln. Es soll einfacher und sicherer werden. Das Ziel, auch in der digitalen Welt Grenzen einreißen. Innerhalb des digitalen Binnenmarktes sollen die Menschen einkaufen können wie im Heimatland und Unternehmen verkaufen können wie zu Hause. Europa versucht die Aufholjagd in der Internetwelt mit einer umfassenden Digitalstrategie. Einerseits sollen europäische Unternehmen stärker werden, doch die Kommission will auch bei den mächtigen Marktführern, den sozialen Netzwerken und Diensten genauer hinschauen. Das heißt, wir wollen ein faires Wettbewerbsfeld, in dem alle, egal ob sie Europäer sind oder Anbieter aus den USA oder aus Asien, die europäische Kultur und die europäischen Regeln gleichermaßen beachten. Dann entsteht fairer Wettbewerb. Bis Ende 2016 will die EU-Kommission ihre Strategie schrittweise konkret ausarbeiten. Unterdessen bewegt sich die digitale Welt rasant weiter. Solange es in der EU Jahre dauern kann, bis ein Gesetz mit dem Parlament und den 28 Mitgliedstaaten zu Ende verhandelt ist, so lange dürfte es schwer bleiben, mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten. Bundespräsident Gauck hat 70 Jahre nach Kriegsende an die Millionen in deutschen Kriegsgefangenenlagern umgekommenen Sowjetsoldaten erinnert. Er enthüllte im westfälischen Schloss Holte-Stukenbrock einen Gedenkstein für die Toten. In dem Ort war eines der größten Gefangenenlager in Deutschland. Gauck wies darauf hin, dass von den mehr als 5 Millionen gefangenen Sowjetsoldaten mehr als die Hälfte ums Leben gekommen sei. An Grabsteinen entlang, Hand in Hand mit Überlebenden und Angehörigen. Bundespräsident Gauck zeigt sich in Holte-Stukenbrock solidarisch mit früheren sowjetischen Kriegsgefangenen. Ausdrücklich dankte Gauck neben den Westalliierten den sowjetischen Soldaten, im Mai 1945 Nazi-Deutschland vom Nationalsozialismus befreit zu haben. Wir Nachgeborenen in Deutschland haben allen Grund,
für diesen aufopferungsvollen Kampf unserer ehemaligen Gegner in Ost und West dankbar zu sein. Er hat es möglich gemacht, dass wir in Deutschland heute in Freiheit und Würde leben können. Im westfälischen Holte-Struckenbrock waren zwischen 1941 und 1945 Zehntausende sowjetische Kriegsgefangene ums Leben gekommen. Gauck bezeichnete ihren Tod und den von Millionen anderen Soldaten der Roten Armee in allen Kriegsgefangenenlagern als eines der größten deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkrieges. Das aber wollten, sagte Gauck, viele nach dem Krieg noch sehr lange Zeit nicht wahrhaben. Aber spätestens heute wissen wir, auch die Wehrmacht hat sich schwerer und schwerster Verbrechen schuldig gemacht. Aus mancherlei Gründen ist dieses grauenhafte Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen in Deutschland nie angemessen ins Bewusstsein gekommen. Es liegt bis heute in einem Erinnerungsschatten. Anders als der Krieg im Westen betonte Gauck in Holte-Stuckenbrock, sei der Krieg im Osten vom NS-Regime als ein Vernichtungs- und Ausrottungskrieg geführt worden. Und hier die Lottozahlen. 2, 6, 26, 38, 40, 43, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 7. Mai. Das Tief bei Schottland bringt morgen dem Norden Deutschlands durchwachsenes Wetter. Sonst wird es dank des Hochs, das von Frankreich heranzieht, freundlich, zum Teil auch richtig sonnig. Heute Nacht gibt es vor allem im Nordwesten weiter Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Sonst wird es oft klar, hier und da auch wolkig. Morgen scheint in der Mitte und im Süden neben einigen Quellwolken die Sonne. Viele Wolken und ab und zu Schauer oder Gewitter gibt es dagegen im Norden und Nordwesten, am Nachmittag auch im Nordosten. Bis morgen Vormittag an den Küsten und bei Schauern stürmische Böen, an der Nordsee in der Nacht auch Sturmböen. Im Tagesverlauf flaut der Wind spürbar ab. Heute Nacht an der oberen Donau nur 3, an der Nordsee noch 10 Grad. Dort wird es morgen kaum wärmer, sonst werden 13 bis 19, am Oberrhein 21 Grad erreicht. Am Freitag überwiegend freundlich mit Sonnenschein, im Norden Schauer, am Nachmittag auch im Südwesten und Süden. Samstag wird es wechselhaft mit teilweise kräftigen Schauern und Gewittern. Am Sonntag im Norden und Osten dicht bewölkt und Schauer, von Südwesten wieder freundlicher. Um 22.30 Uhr meldet Karin Mioska sich mit diesen Tagesthemen. Minister in Bedrängnis, Thomas de Maizière und die BND-Affäre und Razzia gegen Rechtsextremisten. Wie gefährlich ist die Old School Society? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.